Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zurück hier bei Games on Air, eurer Gaming News Show von uns für euch. Ja, ein fröhliches Servus natürlich auch von mir. Und neben dem Metzl und dem Olli haben wir für euch Folgendes heute für euch vorbereitet. Zwar Anno 1800, World War Z, Mortal Kombat 11 und Days Gone. Und warum winkst du denn schon? Sendung ist doch noch gar nicht vorbei. Ach so, okay. Ja, okay. Aber bevor wir jetzt anfangen mit dem Knochenbrechen und hier Wirbelsäulen rausreißen, gehen wir jetzt erstmal ab zu unserem Metzl mit den Short News. Bis gleich. Hallo, liebe Freunde, willkommen zu den Short News, dem wohl schnellsten Action auf YouTube. Und wir fangen auch direkt an. Elder Scrolls Blades ist für das Smartphone verfügbar. Ja, das Mini Elder Scrolls ist nun erhältlich im Early Access für iOS und Android-Geräte. Man konnte sich über die offizielle Website registrieren. Und eigentlich jeder, der ein Bethesda-Konto hat, kann sich angeblich in das Spiel einloggen. Wir kennen schon Berichte von Leuten, bei denen es nicht funktioniert hat. In Elder Scrolls Blades erwarten den Spieler natürlich eine Story-Mission, einen unendlichen Dungeon-Modus, in dem es immer tiefer geht, immer schwieriger wird und immer mehr Loot auf einen wartet und natürlich PvP. Aber mehr dazu demnächst in einem Bericht bei uns auf der Webseite. Dann Super Smash Bros. Ultimate gewinnt den deutschen Computerspielpreis. Ja, als sich das Komitee zusammengesetzt hat, haben sie zig Dutzend Spiele durchgesehen und sind jetzt endlich zu dem Entschluss gekommen, dass Super Smash Bros. Ultimate das beste internationale Multiplayer-Spiel ist. Eine Riesenehre für das Nintendo-Spiel. Dann neue Anti-Cheat-Maßnahmen bei Apex Legends. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon darüber berichtet, dass mehrere Hunderttausende von Cheatern bei Apex Legends gebannt worden sind. Und nun scheinen die Entwickler eine recht effektive Maßnahme gefunden zu haben, gegen den Cheat herzuwerden. Denn da das Spiel ja kostenlos ist, kann man sich einfach einen neuen Account erstellen. Jedoch in den offiziellen Foren klagen die Gebannten, dass auch ihr neu erstellter Account automatisch gebannt wäre. Selbst das IP-Verschleiern über einen VPN-Tunnel scheint nicht zu funktionieren, denn kurz darauf wird die IP wieder gebannt. Also scheint man wirklich eine Methode gefunden zu haben, die eigentliche weltweit zugewiesene IP eines Anschlusses zu bannen. Die Entwickler sagen nichts wirklich dazu, wie sie das gemacht haben, aber es ist ein Riesenschritt im Kampf gegen die ganzen Cheater da draußen. Und zu guter Letzt noch Fallout 76 erhält kostenpflichtige Non-Cosmetic-Items. Ja, eigentlich hat Entwickler Bethesda gesagt, sowas wird es in unserem Spiel nicht geben. Kostenpflichtig wird nur Kosmetik sein. Aber nein, jetzt hauen sie richtig auf den Putz. Und zwar die Reparaturkits werden nun als kostenpflichtige Non-Cosmetic-Items verfügbar sein. Was natürlich das Spiel ein bisschen zu Pay-to-Win macht, denn man hat definitiv einen riesengroßen Vorteil, wenn man sich die Reparaturkits per Echtgeld kauft, anstatt dass man sie mühselig in-game erfarmen muss. So geht's nicht bei Tester. Und das war's für diese Woche mit den Short News. Ja, und das war wieder einmal der Metzl mit seinen erfrischenden Neuigkeiten mit den Short News. Und wir stürzen uns nun in eine Zeit der Industrialisierung. Ich hasse es. Es tut mir leid. In der Zeit, die laut dem Tonno Anno genau hineingehört. Die Industrialisierung meinst du? Ja, das könnte sein. Das könnte aber auch damit zusammenliegen, dass ich seit 48 Stunden nicht mehr geschlafen habe. Billige Ausreden. Nein, das ist so. Vollkommen richtig. Anno geht weg von dem Zukunftskram wieder dorthin, wo es hingehört. Erscheint am 16.04. und damit willkommen zur Geburt des industriellen Zeitalters. Der Pfad, den ihr wählt, wird eure Welt bestimmen. Innovation oder Ausbeutung, Unterdrückung oder Befreiung. Ihr bestimmt selbst, wie sich diese Welt an euch erinnern wird. Ja, hoffentlich gut. In Anno 1800 nehmt ihr euer Schicksal einmal wieder selbst in die Hand. Ihr beeinflusst den rasanten, wachsenden technologischen und politischen Landschaft des 19. Jahrhunderts. Um ein Imperium zu erreichen, ich habe da einen Punkt gesehen, ich habe das 19. Verdammt Himmel, Herrgott. Um ein Imperium natürlich zu errichten, das die Zeit überdauert. Ja, hoffentlich überdauert das nicht die Zeit, diese Versprecher. Die Kombination aus beliebten Spielelementen wie dem innovativen Spielverlauf in einem markanten neuen Szenario markiert den Beginn eines neuen Zeitalters der Anno-Marke. Mhm. Tja, und es wird eine Special Edition geben, natürlich, wie auch bei fast jedem anderen Game. Taucht mit einer Pionier-Edition noch tiefer in die Welt von Anno 1800 ein. Diese umfassende Sammeledition hält folgende digitale und physische Inhalte bereit. Und das sind die physischen Inhalte. Die Vollversion von Anno 1800. Wer hätte es gedacht? Tja.
eine exklusive Sammlerverpackung im viktorianischen Stil. Ach so, ja, The Art of Anno 1800 erlebt die Welt von Anno noch intensiver mit diesem 120-seitigen Artbook. Das umfassende Artbook entstand bei Ubisoft Blue Byte in Mainz während der Entwicklung des Spiels. Exklusive Steelbook mit einem facettenreichen Anno 1800 Design. Ja, und dann noch Lithografien, die drei schöne großformatige Lithografien vom beliebten Charakterdesign Studio. Ja, ein Brief von Hannah, die Replik des handgeschriebenen Briefs, mit dem euer Anno 1800 Abenteuer beginnt. Und der Spiele-Soundtrack. Genießt eure Lieblingsmusikstücke aus Anno 1800 mit dem Orchester-Soundtrack auf zwei CDs. Und nun noch der digitale Inhalt. Tja, das war er. Der Anarchisten-DLC trefft den Anarchisten Dr. Hugo Mercier. Mercier war richtig. Hugo, ach so, ja, okay. Hugo, also wie Hugo Strange zum Beispiel. Wie ja, Hugo okay. Weaving. Den kenne ich nicht. Hugo Mercier. Mr. Smith. Ach so, okay. Und entscheidet, ob er ein mächtiger Verbündeter oder aber ein brandgefährlicher Gegner sein wird. Dieser neue Charakter bringt neue Aufträge und Gegenstände ins Spiel. Dr. Hugo Mercier bringt außerdem ein neues Spielerporträt und ein Unternehmenslogo zur Individualisierung des eigenen Spielerprofils mit. Und das ist verfügbar im Frühjahr 2019. Ja, und bei den Unternehmenslogos, da gibt es einige. Und dann könnt ihr euren Gegnern zeigen, wer der Boss ist. Mit einem dieser Logos für euer Unternehmen. Und nun haben wir noch ein paar Facts and Features. Der Beginn einer neuen Ära. Willkommen im 19. Jahrhundert, einer Zeit der Industrialisierung, Diplomatie und Entdeckungen. Die Ära steckt voller technologischer Neuerungen, Verschwörungen und wechselnder Loyalitäten. Und bildet den perfekten Hintergrund für das klassische Anno-Gameplay. Anno 1800 bietet euch zahlreiche Möglichkeiten, eure Fähigkeiten als Machthaber unter Beweis zu stellen. Es gilt, Metropolen aufzubauen, logistische Netzwerke zu knüpfen, neue Länder zu erkunden und zu besiedeln, sowie eure Widersacher mit Hilfe von Diplomatie, Handel oder einfach der schönen Kriegskunst zu beherrschen. Ja, ein klassisches Anno-Erlebnis. Anno 1800 vereint beliebte Features aus 20 Jahren Anno-Geschichte. Es bietet umfassende Städtebauen mit einer storybasierten Kampagne, einem Sandbox-Modus mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten und das klassische Mehrspielererlebnis von Anno. Ja, und mit 800 kernbeliebte Features wie individuelle KI-Gegner, schiffbare Handelsgüter, zufällig generierte Karten, Mehrfachspielsitzungen, Gegenstände und mehr zurück. Tja, wie ihr schon merkt, der Kollege ist schon brandheiß darauf. Wählt eure Taktik für den Sieg. Blühende Metropolen zu führen, erfordert, dass ihr eure Strategie immer wieder an die neuen Gegebenheiten anpasst. Erfüllt die Bedürfnisse eurer Bewohner, indem ihr die verschiedensten Produktionsketten aufbaut, reagiert auf die anderen KI-Machthaber in eurer Welt und erreicht Wohlstand, indem ihr ein rentables Netzwerk von Handelswegen errichtet. Tja, kommt an Bord der Anno-Union. Helft dem Team von Ubisoft Blue Byte bei der Gestaltung von Anno 1800. Erhaltet die aktuellsten Neuigkeiten, Einblicke in die Entwicklung sowie hinter die Kulissen und helft ihnen dabei, die Zukunft des Franchises dabei zu gestalten. Ja, sie laden euch regelmäßig dazu ein, Feedback zu geben, über Features abzustimmen, Inhalte zu erstellen und das Spiel während seiner Entwicklung einfach weiter zu testen. Tja, und kommen wir nun vom Industriezeitalter, mein Gott, Himmel, hör Gott, was ist denn heute los? Geht es nun ab in die neue Apokalypse, die ebenfalls, oh mein Gott, er hat schon Angst, die am 16.04. startet, und zwar World War Z. Die Menschheit steht vor ihrer Vernichtung. Von New York über Moskau, sogar bis Jerusalem, sind die Untoten auf dem Vormarsch. Die letzten mutigen Kämpfer verbünden sich, um den Zombie-Horden Einhalt zu gebieten und das Überleben der Menschheit zu sichern. Also als ich heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden bin, habe ich auch viele Zombies gesehen. Du sahst dann wahrscheinlich auch aus wie ein Zombie im Spiegel. Ist wahrscheinlich. Schau, dass du denn. Genau. World War Z ist ein adrenalinreicher Koop-Shooter aus der Third-Person-Perspektive für bis zu 4 Spieler, in dem ihr aus Schwärmen aus hunderten Zombies für die spektakuläre Action sorgt. Mein Himmel, Herrgott. Das Spiel basiert auf der bekannten Filmvorlage und legt Wert auf rasante Action und spannende Geschichten in der gesamten Welt.
wenn ich jetzt sage, ich fand den Film nicht gut? Ich habe den noch gar nicht gesehen, aber ich habe ihn auf meiner Liste, ich muss ihn sehen. Brad Pitt, ja. Und mehr haben wir aber leider nicht zu World War Z, aber vielleicht reicht euch das da draußen schon. Aber nun geht's ab zum Olli und seiner Indie-Ecke, von dem könnt ihr bestimmt nicht genug bekommen. Ja, vielen Dank Dave und Tonno. Seit ihr mich hier im Keller gefunden haben, bin ich auch immer noch hier. Und es hat sich hier nichts geändert. Bis auf, dass ich zwei weitere Spiele für euch habe. Einmal Sigma Theory, welches am 18.04.2019 erscheint. Aber worum geht es in diesem mysteriösen Spiel? Ein neuer kalter Krieg ist ausgebrochen. Der Grund? Die Sigma Theory. Eine wissenschaftliche Entdeckung, die, wenn sie genutzt werden kann, die Welt auch ins Chaos stürzen wird. Die Sigma-Theorie ist nutzbar in der Raumfahrt, im Finanzmarkt, im Energiesektor und in der Robotik. Ich meine, wer hätte diese Macht nicht gerne in der Hand? Deswegen liegt es an euch, die Sigma-Theorie für euer Land zu gewinnen. Das Problem, nur wenige Wissenschaftler auf der Welt besitzen dieses Wissen und diese Wissenschaftler sind teilweise auch in anderen Ländern und werden dort natürlich die Sigma-Theorie ebenfalls erforschen. Zuallererst gilt es aber, sich einen eigenen Charakter zu bauen. Ebenso wie seinen Ehepartner. Während du selbst blass bleibst, wird der Ehepartner dich häufiger im Spiel um Hilfe bitten. Ein Deutscher mit einem russischen Ehepartner? Kein Problem. Eine Amerikanerin, die mit einer Chinesin zusammen ist? Ebenfalls kein Problem. Hier sind keine Grenzen gesetzt. Hat man sich entschieden, kommt schon beinahe der wichtigste Teil des Spiels. Das Aussuchen eurer Agenten. Da diese weltweit agieren müssen, muss der Spieler unter anderem auf Dinge achten, wie in welchem Land die Aufklärung am stärksten ist, aber auch in welchen Ländern die Agenten per Haftbefehl gesucht werden. Aber auch Perks haben diese Agenten, sowohl positive als auch negative. Hat man seine Riege an ausländischen und inländischen Agenten zusammen, gilt es, diese quer um den Globus zu schicken, während man selbst mit Diplomaten der anderen Länder spricht und diese durch markante Informationen, die die Agenten für euch herausfinden, unter Druck setzen kann und so Beziehungen zu den einzelnen Ländern halt aufbauen kann. So kann man beispielsweise die Alarmstufe des Landes herabsenken oder dem Land oder mit dem Land auch Technologie über die Sigma-Theorie halt tauschen. So, haben eure Agenten Wissenschaftler ausfindig machen können, so gilt es dann, eure Seite zu ziehen. Aber wie macht man dies? Man muss erstmal rausfinden, wo sich der Wissenschaftler befindet und dann schickt man seine Agenten los, um den Wissenschaftler entweder zu verführen, zu bestechen oder zu entführen. Hat man die Entführungsoption dann gewählt, geht es dann auf eine Map, wo man dem Agenten Befehle geben kann. Dies läuft ungefähr wie so ein Rollenspiel ab. Der Agent, der läuft praktisch weiter und wird dich dann immer fragen oder euch dann immer fragen, was er jetzt tun soll. Zum Beispiel, vor mir ist eine Polizeipatrouille. Wie soll ich handeln? Hat man Kampf- und Überwachungsdrohnen, kann man den Agenten sogar unterstützen. Aber diese Drohnen, die müssen natürlich auch vor Ort über der Stadt sein, wo der Agent gerade tätig ist. Aber es gibt auch Draufgänger-Agenten und diese Agenten lassen sich während einer Kampfsituation nicht unbedingt Befehle geben. Unbewaffneter Kampf oder bewaffneter Kampf wäre dann möglich, aber der Fluchtaspekt, der funktioniert dann nicht. Die weigern sich, den Befehl dann anzunehmen und werden diesen ignorieren. Du hast also nur die Wahl zwischen zwei Befehlen. Was natürlich für einen Agenten tödlich sein kann, oder er kann im Knast landen und sogar deinem Land noch gefährlich werden, weil er dann natürlich vom feindlichen Land auch befragt wird. So, gerade durch die Vielzahl an verschiedenen Agenten ist das Spiel hat einen bedeutenden Wiederspielwert, weil pro Spieldurchgang kann man immer mal Agenten auch freischalten. Diese schaltet man nicht sofort frei, man hat nur eine Riege von 5 Agenten und die hat man das ganze Spiel über, aber man kann im nächsten Spiel die neu freigeschalteten Agenten dann theoretisch in seine Riege aufnehmen. Kommen wir nun zu den
Leite mit deinen Geheimagenten das Schicksal der Welt. Entwickle und pflege Beziehungen zu 100 NSCs, darunter Lobbyvertretern, Militante und Politikern. Bündnisse, Täuschungsmanöver oder Ermordungen. Die Entscheidung liegt bei euch. Leite die Entführung deiner Zielperson in spannenden Verfolgungsjagden durch die bekanntesten Metropolen und Städte der Welt. Das Leben deiner Agenten liegt in eurer Hand. Oder in deiner Hand. So, kommen wir aber nach den Facts and Futures jetzt noch einmal zu den geplanten Dingen, die die Entwickler vorhaben. In unserer Preview-Version gab es zurzeit 10 Länder. Weitere sollen allerdings noch folgen, sowie weitere Agenten, die natürlich auch für diese Länder halt konzipiert sind. Auch für Workshop-Inhalte sind die Entwickler offen, wollen allerdings erstmal schauen, wie das Spiel bei ihnen ankommt. Eine kleine Anmerkung der Redaktion. Der Olli hat Sigma Theory eine Stunde angespielt und dieses könnt ihr jetzt auf unserem Kanal nachträglich anschauen. Viel Spaß. Und nun geht's weiter zum Olli. Ja, kommen wir dann nun von der nahen Zukunft in die Steinzeit. Denn ich habe noch für euch Rise of Ages. Rise of Ages ist ein Sandbox-Game, wo man seine Siedlung von der Steinzeit an über 6 Epochen in das Weltraumzeitalter bringen kann. Dabei kommt das Spiel mit einer Story daher, die recht leicht zu erklären ist. Dein Stamm wird von einem feindlichen Stamm angegriffen und ausgelöscht. Ihr seid der letzte Überlebende, müsst nun einen eigenen Stamm aufbauen und euch mit anderen Stämmen gegen Feinde verbünden. Dabei führt das Spiel euch durch die verschiedenen Epochen und soll auch eine Menge Quests beinhalten. Später soll es sogar möglich sein, andere Planeten zu besuchen. Das Spiel ist komplett in 2D gehalten und ist sowohl Farming, Aufbau und Survival-Spiel als auch Rollenspiel, denn ihr dürft einen Charakter spielen, den ihr selber erstellt. Um von Ort zu gelangen, steuert ihr euren Charakter über eine Map, wo ihr die Gebiete dann betreten könnt. Die Gebiete sind dann halt abgegrenzt. Man kann links rein oder rechts rein in diese Gebiete und kann auch links oder rechts halt wieder raus. Und überall auf diesen Gebieten kann man halt seine Siedlung errichten, außer halt, das ist ein Siedlungsgebiet, wo bereits ein Stamm herrscht. So, die Stammesflagge könnt ihr überall hinbauen. Also ja, ihr könnt, wie gesagt, auf jeder Map, in jedem Gebiet euch ansiedeln. Kommen wir nun zu den Facts and Futures. Entwickle deine Kultur von der Steinzeit bis in das Raumfahrtzeitalter in insgesamt 6 Epochen. Erforsche neue Technologie. Jede einzelne erweitert eure Möglichkeiten. Starte deine Zivilisation. Spreche NPCs an, ob sie darin wohnen wollen. Erobere oder eröffne weitere Städte und baue dein Imperium. Viele NPCs haben einen Job und wollen für dich arbeiten. Erlebe eine einzigartige Geschichte mit dutzenden Quests und multiplen Nebenquests. Kämpfe gegen Bosse und mächtige Feinde. Stelle Objekte her oder lasse deine Arbeiter die Objekte herstellen. Ja, das war's dann auch schon mal wieder mit der Indie-Ecke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt mal wieder rüberwechseln zu Dave und Tonno ins Hauptstudio. Ja, und das war auch schon wieder der Olli mit seiner Indie-Ecke. Wie immer an dieser Stelle ist ein bisschen von eurem Feedback gefragt. Schreibt uns unten in die Kommentare, wenn ihr was zur gesamten Sendung oder aber zu Teilen der Sendung zu sagen habt. Wir sind gespannt. Ja. Ja, aber wir machen jetzt weiter mit Mortal Kombat, welches mittlerweile schon mit seinem 11. Teil um die Ecke kommt, und zwar am 16.04. Get over here! Mortal Kombat ist zurück. Besser als je zuvor. Fatality, hier. Fidelity. Beschreitet die legendären Kampfspielserie mit Mortal Kombat 11. Die Stufe der Evolution. Das gab es noch nie. Kämpfer lassen sich auf revolutionäre Art und Weise individualisieren und spiegeln so eure Vorlieben wieder. Ja, die Grafik-Engine präsentiert jeden knochenbrechenden, grandiosen Augenblick im Kampf so intensiv, dass ihr ihn förmlich spüren könnt. Yeah.
Der überragende und kinoreif inszenierte Story-Modus erzählt die epische Sage mit zahlreichen und klassischen Kämpfern weiter. Olli, gib mal mein Handy, ich muss meinen Meister anrufen, ich habe Krankenschein. Ja, es wird auch hier eine Collectors Edition geben und das wird in ihr enthalten sein. Einmal ein Steelbook. Neben diesem Steelbook gibt es einen Magnet mit dem Mortal Kombat Logo und jetzt kommt das, was ziemlich cool ist, eine 1:1 Replika von Scorpions Maske mit Standfuß. Ob man sie aufsetzen kann, wissen wir nicht, müsst ihr rausfinden. Tja. Und das Ganze wird in einer schwarzen Collectors Box präsentiert. Aber nun weg von der Edition, ab zu den Facts and Features. Tja, benutzerdefiniertes Charaktervariationssystem bietet beinahe unendlich viele Anpassungsmöglichkeiten. Gibt euch die totale Kontrolle über eure Kämpfer und präsentiert eine noch nie dagewesene personalisierte Erfahrung. Gestaltet eure Kämpfer ganz nach euren Vorlieben mit einer Vielzahl von Skins, heftigen Brutalities, mächtigen Ausrüstungen, spektakulären Spezialfähigkeiten sowie Intro- und Siegesvideos, die im Verlauf des Spiels freigeschaltet werden können. Ja, kommen wir zum Story-Modus. Setzt die seit 25 Jahren bestehende epische Saga kinoreifer Story fort. Schlüpft in die Rollen verschiedener Charaktere aus Vergangenheit und Gegenwart und erlebt eine faszinierende Zeitreise, in der Raiden auf Kronika trifft. Die Hüterin der Zeit und Schöpferin der Existenz seit Anbeginn der Zeit. Also macht sie schon sehr lange. Klassische Kämpfer. Spielt mit Charakteren wie Geras. Zeit ist relativ. Das sagt sogar Einstein. Ja, dann darf ich nochmal neu anfangen. Klassische Kämpfer. Spielt mit Charakteren wie Geras, einem mächtigen, treuen Diener von Kronika, der die Zeit manipulieren kann. Sowie Fanfavoriten wie zum Beispiel Baraka, Raiden, Scarlet, Scorpion, Sonya Blade, Sub-Zero und natürlich vielen, vielen, vielen mehr. Ja, und welchen Satz kann der Dave von Mortal Kombat sehr gut nachmachen, der Scorpion gehört? Get over here! 100% Uncut, oh ja. Kämpft euch mit vernichtenden Moves und Kombos durch zahlreiche actiongeladene Spielmodis und erlebt spektakuläre Fatalities in noch nie dagewesenen Intensität. Gold. Übernimmt die Rolle des ehemaligen... Entschuldigung. Da war, und nun, da, genug rumgeprügelt. Ich einfach beide nicht aufgepasst. Genug rumgeprügelt. Nun heißt es rennen oder überrannt werden in Days Gone, welches am 26.04. erscheint. Da haben wir beide nicht aufgepasst. Er war zu früh fertig, ich wollte zu früh loslegen. Ich wollte einfach eine sehr künstlerische Pause für Mortal Kombat. Ach so, ja, das konnte ich ja nicht riechen. Aber wo wir gerade bei Mortal Kombat sind, ne, so neu ist das gar nicht. Das hatten wir damals auch, als wir das gespielt haben, falls du dich noch entsinnen kannst. Dieses mit dem Knochen gebrochen. Ja, das ist noch besser inszeniert als vorher. Ja, ja, okay, das ja. Was halt neu ist, ist dieses Individualisieren. Das habe ich gesehen, das haben sie tatsächlich neu gemacht. Aber nun kommen wir zu Days Gone. Ganz genau. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, übernimmt die Rolle des ehemaligen Biker-Outlaws Deacon St. John, eines Herumtreibers, Kopfgeldjägers, umherstreifenden Vertreters der letzten Menschen. In einer von einem globalen Pandemie verwüsteten Welt meidet St. John die vermeintlich sicheren Lager in der Wildnis, die von den letzten Überlebenden der Menschheit eingerichtet wurden, und sucht sein Glück auf den zerstörten Straßen. Du darfst nicht in meinen Text gucken. Das von einem zerklüfteten vulkanischen Hintergrund der pazifischen Nordwestküste angesiedelte Days Gone lädt euch ein, eine Welt zu erkunden, die von degenerierten menschlichen Monstern, den Freakers, heimgesucht wird. Kämpft euch euren Weg durch die trostlose Landschaft der Suche nach Vorräten, Rohstoffen und vor allem ein Grund, weiterzuleben. Aber du kannst dich doch nicht einfach als degeneriert bezeichnen. Ich finde, das ist mir überlassen. Machst du dich gerne über Behinderte lustig? Okay, Metzen, das wollte ich nicht sagen. Ich wusste nicht, dass er dich wieder mit reinbringt. Aber recht hat er trotzdem. Boah, Junge. Unerwartet. Ja, und auch hier haben wir wieder eine Collectors Edition mit folgenden Inhalten. Wer hätte es gedacht? Days Gone, eine Statue. Einmal so, nee, Statue. Steelbook-Hülle, wer hätte es gedacht? Und einmal Six Days Gone Sammelstecker. Also 6 Stück von den Days Gone Sammelsteckern. So. Es gibt physisches und digitales Artbook, ein physisches und digitales Original-Soundtrack, Days Gone Aufnäher, 4 Aufkleber, eine vorzeitige Freischaltung der Schraubenschlüsselfertigkeit im Spiel, 3 Drifter-Bike-Skins fürs Spiel und ein dynamisches Days Gone-Design für die PlayStation 4. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf dich, dass du dieses Mal nicht vom Englischen ins Deutsche gerutscht bist oder beziehungsweise beim Deutschen wieder ins Englische, weil Drifter-Bike hätte ich eigentlich danach wieder den Englischen... Ja, ja, nein, das spult mal bitte zurück und guckt euch andere Sendungen an. Und nun ein paar fesselnder Open-World-Survival-Horror. Du hast ja schon mit den deutschen Problemen. Leck mich.
angesiedelt in einer von der Pandemie zerstörten, unbarmherzigen, postapokalyptischen Welt. Mach du erstmal 48 Stunden durch, dann kannst du mit mir reden. Übernehmen Sie die Rolle des Outlaws, übernehmt ihr die Rolle des Outlaws Deacon, der abseits der vermeintlichen sicheren Lager auf seinem Drifterbike überlegen muss. Fass mich nicht an! Aber im gewissen Alter weißt du, dass man 48 Stunden nicht mehr durchmacht. Das war nicht gewollt. Das war nicht gewollt. Kämpft euch einen Weg durch die trostlose Landschaft auf der Suche nach Vorräten, Rohstoffen und einen Grund weiterzuleben. Das habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt. Egal. Meistert die zahlreichen Gefahren durch Freaker, feindliche Menschenfraktionen, zerstörten Straßen und unvorhersehbaren Wetterereignissen. Vereignissen? Ja. Zum Beispiel, also ein Grund weiterzuleben wäre Kaffee. Kaffee ist, glaube ich, Kaffee immer, jetzt echt ist immer ein Grund weiterzuleben. Ja, wir müssen uns mal hier so eine... Kaffeepraktikantin. Ja, ich wollte nicht so, ich wollte Assistentin sagen, ja. Aber während wir uns Praktikanten müssen nicht bezahlt werden. Das ist auch gut. Während wir uns nach einer unbezahlten Praktikantin umsehen, geben wir mal ab zu dem Metzel mit seinem Retro-Beitrag. Wir sagen bis gleich. Was kann einem als kleiner Drache so richtig schön den Tag vermiesen? Richtig, ein gemeiner Knork, also halb Gnom, halb Ork, der die ganze Familie in Stein verwandelt. Und das schon zum Frühstück, beim Live-Interview. Aber was war es denn, was uns durch die Welten der Drachen gleiten ließ, auf der Suche nach Statuen? Das schauen wir uns jetzt einmal an. In Spyro the Dragon hat der Bösewicht Gnasty Gnork, wie schon erwähnt, alle Drachen des Drachenkönigreichs zu Stein verwandelt, nachdem diese ihn im Fernsehen als hässliche, einfache Kreatur bezeichnet hatten, die keine Gefahr für die Drachen darstellt. Wer wäre denn nicht angepisst, wenn er in einem Livestream erstmal gedisst werden würde? Auf jeden Fall hat er den kleinen Drachen Spyro übersehen und so macht dieser sich als einziger sich bewegender Drache auf den Weg, seine Artgenossen in den fünf Reichen der Drachenwelt zurückzuverwandeln. Spyro ist ein Plattformer, wie er im Buche steht. Man manövriert sich durch die 3D-Welt und hat dabei die Möglichkeit, mit seinen Hörnern voran schnell zu stürmen oder seinen Feueratem einzusetzen, um Gegner zu verkohlen. Je nach Gegner musste man seine Taktik wählen, denn so mancher Gegner trug vielleicht einen Hitzeschutz oder war einfach nur ein paar Schafe in einem Kostüm, die sich übereinander stapelten. Begleitet wird der kleine Drache stets von der Libelle Sparks, die gleichzeitig seine verbleibenden HP darstellt. Je nach Farbe der Libelle konnte man mehr Treffer aushalten, bevor man ein Leben verlor. Auffüllen konnte man Sparks durch herumfliegende Schmetterlinge, die man ihr zum Fressen geben musste. Als zweites Spiel von Entwicklerstudio Insomniac Games sollte Spyro eigentlich viel düsterer werden, so wie der 1996er Film Dragonheart. Doch man wollte letztlich eher ein kinderfreundliches Spiel kreieren, da diese Branche am meisten vom Nintendo 64 dominiert wurde. Der ursprüngliche Name des kleinen Drache sollte auch nicht Spyro, sondern Pete lauten. Jedoch kam man in urheberrechtliches Territorium, denn er klang zu ähnlich zum 1977er Disney-Film Pete's Dragon oder wie wir ihn kennen, Elliot das Schmunzelmonster. Die Idee, den Drachen grün zu machen, wurde auch schnell abgelehnt, da man ihn sonst schlecht vom Gras unterscheiden konnte. Darüber hinaus arbeiteten Insomniac eng mit den Crash Bandicoot-Erfinder Naughty Dog zusammen, die ihr Büro im Flur gegenüber hatten. Sie ließen einander die Demos ihrer Spiele spielen und so kam es auch, dass bei Spyro eine versteckte Demo von Crash Bandicoot Warp zu finden war und umgekehrt. Zwei Nachfolgetitel, Musik vom Drummer von The Police und eine Popularität gerade unter jüngeren Spielern sorgten dafür, dass Spyro nebst Crash zu einem der Maskottchen für die erste PlayStation wurde. Nebst dem bekloppten Beuteldachs hatte auch der lila Drache ein HD-Remake seiner ersten drei Abenteuer bekommen und muss jetzt nicht mehr zwangsläufig durch die Lande der Skylanders fliehen. Auch von uns bekommt der kleine lila Drache den grünen Daumen. So, und jetzt schauen wir doch mal, ob Dave und Tonno bei der Hetzjagd von Spyro nicht aus der Puste gekommen sind. Ja, das war der Metzel mit seiner Retro-Ecke und wir sind mal wieder am Ende angelangt, denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und ja, wenn man dem Song denn glauben darf. Ja, aber wie vorhin schon einmal in der Mitte des Videos gesagt, wir sind auf euch angewiesen, also beziehungsweise auf eure Kommentare. Da unten ist irgendwo so eine Kommentarsektion, da dürft ihr reinschreiben.
Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, liken und auch abonnieren. Das ist da irgendwo beim Turno oder irgendwo unter den Füßen. Muss irgendwo so ein Abo-Button sein. Ja, wenn du da jetzt mehrfach drauf drückst, ist ja doof. Abonnieren wir uns selber. Ach, einmal drauf drücken. Ja, einmal. Ah. Und daneben noch die Glocke. Ja, die auch noch, damit ihr immer up to date seid, wann wir neue Videos und raushauen. Teilen. Twitter, Facebook, einfach überall teilen. Instagram, ich habe keine Ahnung von dem Scheiß. Ja, genau. Und vielleicht auch, es soll ja auch noch Leute geben, die miteinander reden. Also ihr dürft, ja. Ihr dürft auch gerne zu Freunden hingehen und sagen, guck mal, da habe ich eine Spiele-Sendung. Ich habe gesagt, Freunde. Ach so. Nein, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das war's mal wieder. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Haut rein bis dahin und wir sagen, wir singen.